Seit 1592 befinden sich die Reliquien der seligen Christina von Stommeln in Jülich. Neben ihren Gebeinen, wir haben hier ihren Schädel, sind das vor allen Dingen Gegenstände, die unmittelbar mit ihr in Zusammenhang stehen. Ganz besonders sind zwei Handschuhe aus Seide mit Stickereien versehen. Es handelt sich hierbei um textile Reliquiare, denn in diesen Handschuhen befinden sich Reste von Lederhandschuhen, die Christina ursprünglich getragen hat. Und zwar ist sie ja die erste Frau der lateinischen Christenheit, die die Stigmata des Herrn in der Karwoche gezeigt hat oder haben soll. Und um die zu verbergen, hat sie lederne Handschuhe getragen. Und die sind dann eben nach ihrem Tod in seidene Handschuhe verpackt worden. Die andere Besonderheit sind zwei Täfelchen, die ursprünglich zusammengehört haben. Ein kleines Diptychon, das der privaten Andacht gedient hat. Die sind so in das späte 13., frühe 14. Jahrhundert zu datieren, haben also Christina aller Wahrscheinlichkeit nach gehört und haben ihr zur privaten Andacht gedient. Es ist nicht ganz klar, wo sie hergestellt worden sind, wahrscheinlich im nordfranzösisch-flämischen Raum. Und das ist natürlich eine ganz große Besonderheit, dass wir hier etwas haben, was ihr original gehört hat. 1592 sind die Gebeine der Christina von Stommeln von Nideggen nach Jülich verlegt worden. Das war eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Das Stift war schon vorher aus Nideggen nach Jülich verlegt worden. Und die Niedeggener haben nur sehr ungern die Reliquien hergegeben. Und insoweit hat man das sicherlich in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion gemacht. Die Verehrung hat dann hier um den Todestag, eben den 6. November, eine jahrhundertelange Tradition. Man hat erst eine wirkliche Renaissance erlebt durch das Seligsprechungsverfahren, das 1908 zum Abschluss gekommen ist. 1936 hat man sehr groß die Christina Oktav gefeiert. Der damalige Propst Bechte ist eben auch zum Propst erhöht worden, die Pfarrkirche zur Propsteikirche. Das war sicherlich auch ein Gegenpol zum Nationalsozialismus mit den entsprechenden, Veranstaltungen, die um die Christina-Verehrung stattgefunden haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Verehrung etwas abgeebbt, hat aber weiterhin existiert. Und 2012 hat anlässlich des 700. Todestages der Christina ein großes Projekt stattgefunden, wo man sich wissenschaftlich auch nochmal mit ihr auseinandergesetzt hat, wo es unter anderem forensische Untersuchungen der Gebeine gegeben hat, die bis hin zu einer Gesichtsrekonstruktion geführt haben.